Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einer weiteren Part von Kirby Stylies, meine Damen und Herren. Weiter geht's hier mit Level 3. Das machen wir auf jeden Fall jetzt hier. Let's go, Boys. Let's go. Psychro, wollen wir den. Ja, als Fähigkeit natürlich. Hallo, ich will den als Fähigkeit haben, den Psychro. Komm nochmal. Den tun wir weg, Vogel. Dich brauchen wir sicher nicht nochmal. Dich brauchen wir safe nicht. Okay, Spinne brauchten wir ja das gesamte Spiel über auch nicht. Jojo, sind wir ja selber. Wir haben immer noch, wenn es euch aufgefallen ist, wir haben immer noch das Feuer, Jojo. Was awesome ist, wir haben schon seit Ewigkeiten keinen Feuerpartner und wir haben trotzdem das Feuer, Jojo. Finde ich awesome. Kriegt man hier überhaupt auch One-Ups? Ja, scheinbar schon. Wir haben jetzt schon 25. Wie viel hatte man denn am Anfang? Da seht ihr schon selbst, wie das Spiel alles hinterher wirft. Was eigentlich bei Kirby nicht wirklich immer der Fall war. Also, kannst du mir erzählen, was du willst. Es ist auf Kinder angelegt, ja, aber so krass jetzt auch nicht. Und wir haben jetzt auf jeden Fall kein Feuer mehr. Es war noch nie so krass auf Kinder angelegt, also kannst du mir nicht erzählen. Es war auf jeden Fall klar, nicht so schwer jetzt wahrscheinlich die ganz normalen Level zu machen, aber die 100% eigentlich zu erreichen, war nicht immer einfach. Also, kannst du mir das erzählen? Kirby's Adventure V hatte ja auch seine schwierigen Momente, also. Nein? Okay, ich glaube, den braucht man. Ne, wobei, wir haben den ja. Hä? War das jetzt unser Kumpel oder war das jetzt ein anderer Schneemann? Naja, keine Ahnung. Also es war normalerweise nie so drauf angelegt auf Kinder, damit ihr Bescheid wisst. Jeder, der euch so einen Bullshit erzählt, der ist sowieso geistig zurückgeblieben. Also, kannst du mir das erzählen? Also, ich meine jetzt damit nicht, dass das komplett auf Kinder ausgelegt war, sondern das war auch für eine größere, ein größeres Publikum bestimmt, weil die 100% halt ein bisschen schwieriger war. Ja, die hatte schon seine Schwierigkeit, bei den meisten Kirbys zumindest. Zum normalen Durchspielen, ja klar, das ist für ein Kind. Aber 100%, kann natürlich auch ein Kind schaffen, aber es ist halt nicht so ganz einfach, ja? Und es braucht auch ein bisschen Skill hier, auf jeden Fall. Aber bei diesem Spiel hier, eigentlich nicht. Und Power Resetten brauchen wir eh nicht. Mache ich auch nicht. Ist mir zu blöd, ehrlich gesagt. Was erwartet uns jetzt hier? Warum kommen jetzt große... Ach ja, hier gibt es mehrere Bossfights, stimmt. Okay. Ist das Störbastion gewesen? Na gut, dann gibt es beim vierten Level wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ach guck, wir haben schon mal die Hälfte abgezogen. Zählt es noch als Damage? Ja, es zählt sogar noch als Damage, awesome. Wobei, der kommt ja wieder. Ich muss jetzt aufpassen. Okay, der Typ zählt nicht mal als Damage, wenn wir den angreifen. Awesome. Jetzt dürfen wir eigentlich, glaube ich, wieder Vollleben bekommen. Oder halt auch nicht. Ist auch okay. Ist vollkommen okay. Soll ja auch ein bisschen schwieriger werden. Also das ist auf jeden Fall dann doch schwieriger als beim normalen Story-Modus. Ich bräuchte halt echt einfach nur was zu, bitte zum heilen, ja, please. Sonst bringe ich ja mal hier noch um, ne? Okay, ich brauche was zum Heilen, aber sowas von schnell.
Bitte sag mir, hier ist irgendwie so eine Max-Tomate. Okay, zwei Puzzlestücke von mir aus. Das wäre nicht schlecht, wenn hier irgendwie... Ich muss zum Heilen, weil guck mal, wie wenig Leben ich habe. Ach du Scheiße, jetzt wird's ein bisschen knapper hier. Jetzt muss ich richtig vorsichtig sein. Ich darf halt nichts berühren. Alter, was sind das für Low Level? Kann man denn jetzt schon sterben? Oh mein Gott, ich hab hier was riskiert, ich Trottel. Hätte ich gar nicht machen müssen. Ey, nicht dein Ernst. Jetzt reißt euch doch zusammen. Energielevel, awesome! Wieder beleben die sich wieder? Scheinbar nicht, aber... Dem will ich auf jeden Fall aufhelfen, komm. Wo ist mein anderes Teammitglied überhaupt? Na, das ist wahrscheinlich irgendwo im Nirgendwo, ne? Na komm, dann bist du jetzt mein zweiter Bro. Wen habe ich denn jetzt überhaupt verloren? Hornbock. wie kann man den so scheiße nennen? Wen habe ich denn jetzt verloren als Teampartner? Psycho ist da, der Wassertyp ist da. Also wen habe ich verloren? Ich weiß echt gar nicht mehr, wen wir verloren haben jetzt. Gleich zwei Upgrades. Und ein paar Puzzlestücke auch noch. Besser konnte man es nicht machen. Besser konnte man nicht irgendwas verschenken. Ich wundere mich jetzt, hätte ich auch zur anderen Tür gehen können. Das war ja eh jetzt keine optionale Tür, also ich denke mal... Die wäre schlechter gewesen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie man da überhaupt hätte gehen sollen. Habe ich keine Ahnung. Kann ich die ausmachen? Nee, ne? Aber der kann die ausmachen. Zum Glück habe ich hier noch einen Wassertypen. Also ihr seht schon selbst, wie nützlich das ist. Und ja, man muss immer diese Blöcke kaputt machen, weil die Arschlöcher hier immer was verstecken. Wir haben uns ein bisschen hier auch ist alles einfacher gemacht. Level 3 schon. Der kann die jetzt ruhig mal kaputt machen. Ich bin gespannt, was die jetzt verstecken. Aber hier sind ja eh Boss. Also hier sind eh Gegner-Fights. Aber da macht die uns halt ein bisschen leichter. Mann, ist das ein Level 1 Bot, Alter. Komm, mach's kaputt, Bro. Was hab ich denn nicht getroffen hab? Okay, jetzt habe ich hab nicht hingeguckt. Feuer hätte man vielleicht gebraucht. Brauchen wir Feuer? Ich denke mal mehr als diesen Käfer-Loser. Und Checkpoint kommt hier scheinbar auch nicht irgendwann. Sag mir nicht, wir müssen jetzt gegen jede von denen kämpfen. Also zuerst war das ja Franziska, danach kam ja, glaube ich, Flammberger und dann... Ich glaube,
Feuer wäre nicht mal so schlecht hier. Komm. Lol. Oh, ist halt kein schwerer Bossfight. Sag mir nicht, ich muss noch Flamberger besiegen. Dann geht es ja hier richtig lang noch. Das Level 3. Da wird der Level 4 genauso lang und ich weiß nicht, ob Level 5 jetzt einfach nur Void Terminal ist oder... Keine Ahnung, was sie dann noch machen sollen. Weil Level 5 ja eigentlich nur Void Terminal war. Was wollen die da bitte noch hinzufügen? Diese Fässerspieche sind ja auch nicht schwierig oder so. Dauert halt einfach nur. Oh, so mal schon hier. Awesome, Energie. Jetzt haben wir schon mal Level 2 Energie. Wir brauchen alles auf Max einfach mal, das wäre awesome. Na guck mal, wie wenig wir jetzt eigentlich haben. Wir haben nicht mal gar nicht mal so krasses Level hier. Wenn es halt bis 5 geht. Vielleicht kriegt man ja hier noch irgendwie 3 Level geschenkt. Wer weiß das schon. Ja gut, der Bomberman wäre hier nicht schlecht gewesen, aber den brauchen wir nicht. Nur um Gegner zu besiegen. Wir haben einfach Skill. Okay, hier ist nichts. Ich finde es aber geil, dass man hier jetzt richtig viele Puzzlestücke eigentlich bekommt. Das lohnt sich eigentlich auch so oder so, den Modus zu spielen, weil man einfach Puzzlestücke bekommt. 5×16 sind schon 80 Puzzlestücke oder sowas. Wenn man wirklich halt jeden Level jetzt 16 Stück bekommt. Ich denke, jetzt kommt der Boss, also Flamberger. Ja komm, zeig dich du, Bitch. Na, gegen Flamberger und dann müssen wir gegen Partisane am Ende kämpfen. Na komm. Also in diesem Run waren es jetzt 3 Bosse oder 4, ich habe keine Ahnung. Fuck, ich habe jetzt Damage bekommen. Das Geile ist, du kannst gar nicht deine Jojo-Fähigkeit verlieren. Oder du kannst nicht mal dein Donner-Jojo verlieren, das ist eigentlich awesome. Wie willst du das denn verlieren? Du darfst doch deine Fähigkeit nicht verlieren. Weil du bist der... Du bist die Fähigkeit. Okay, tschüss. Kann man dich die irgendwie befreunden? Nee. Gut, das ist jetzt endlich der Checkpoint. 10 Minuten hat es gedauert. Wie lange hat es denn bei den anderen gedauert? Ich glaube auch so 10 Minuten, oder? Der Endboss war ja nie so lang. Ich habe jetzt extra Ding genommen. Feuer, weil wir jetzt einfach hier alles zerficken. Ich hoffe mal, dass wir Donner nicht brauchen. Wenn doch, haben wir ja. Können wir es eigentlich wieder machen. Ist kein Problem. Awesome. Ich habe es jetzt absichtlich nicht genommen, weil ich jetzt erstmal die anderen Sachen sammeln wollte. Ich wollte die Puzzlestücke sammeln. Und vielleicht hat. Ja, ein Team hat das ja schon hier eingesammelt, warum nicht? Das ist awesome. Wir können hier nicht runter und das wird easy. Wobei, vielleicht brauchen wir ja einen Stein. Ich weiß es nicht. Feuer haben wir ja schon, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Ich sehe gar nichts. So, tschüss. Komm, wie schnell die Bosse einfach besiegt sind. Das ist überhaupt gar keine Schwierigkeit. Nein! Warum kocht der?
Ach du Scheiße, du Dreckige. Okay, hier nochmal so Energie geschenkt. Ich denke mal, die Upgrades kriegst du eigentlich immer auf Max, oder? Wir haben es, glaube ich, im ersten Level nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob das... Ob wir was verpasst... Ich glaube, wir haben... Ja, stimmt, wir haben was verpasst wegen der Randomness. Stimmt. Das stimmt sogar. Das ist halt nicht schwierig. Na, und hier kriegt man wieder ein Puzzlestück geschenkt. Und hier nochmal ein Upgrade geschenkt. Ja, wie soll man denn hier bitte was verpassen? Also, das funktioniert gar nicht. Bei der Randomness kannst du ja was verpassen, aber... Aber hier doch nicht. So, wir haben, glaube ich, die Steinfähigkeit verkackt gehabt, oder? So, wir haben es ja irgendwie geschafft, hier hinzukommen. Ach, na, eigentlich müssen wir... Na. Gut, ich hätte es auch anders machen können. Wir haben auch, hätten auch ohne Schaden da was machen können, ne? Gut. Merken wir uns für irgendwann später, wenn hier irgendein Modus wieder gespielt wird, wo wieder alles recycelt wird. Ein drittes Mal. Ich weiß auch nicht, ob die es hier nochmal zum dritten Mal gemacht haben. Wäre irgendwie ein bisschen, wäre komplett lame. Aber komm. So schlimm ist das jetzt hier nicht. Aber ein drittes Mal wäre auf jeden Fall sehr, sehr schlimm, finde ich. Der ist nicht gesprungen. Toll. Springt er einfach nicht. Also ihr seht, die Spiele sind gar nicht so leicht, wie ich immer sage. Also ich weiß nicht, warum ich diese kritisiere. Ja, ihr seht, ich bin gestorben einmal. Vielleicht, weil er nicht gesprungen ist. Nee, ich habe einfach viel zu wenig Skill. Ja, also es lag auf jeden Fall... daran, dass ich einfach, dass das Spiel einfach schwer ist. Es lag auf jeden Fall daran und nicht, weil ich nicht springen konnte. Nee, meine Freunde. Das Spiel ist einfach schwierig auf seine eigene Art und Weise. Ich habe es nur nicht verstanden. Ja. Ich bewerte einfach nur Spiele ohne Grund. Wie kann ich denn das wagen jetzt hier, Alter? Wie zum Teufel kann ich das denn wagen, Alter, diese Kacke hier zu machen, Alter. Hat man überhaupt den Checkpoint? Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt den Checkpoint hatten. Was für ein Checkpoint denn überhaupt, Alter? Wir sind hier komplett kranke Wichser. Was für ein Checkpoint? Was für ein Checkpoint? In dem Spiel gibt es keine Checkpoints. Jackpot sage ich. Ich sag Checkpoints. Das heißt Checkpoints. Bei dem Spiel gibt es keine Checkpoints. Das ist fucking Hardcore. Was erwartet du denn? Was erwartet du denn? Du Viech, du. Hey, warum werde ich mitgekocht? Krieg ich Damage? Ich hoffe mal nicht. Kesselparty! Ja, es ist super spaßig, lebendig gekocht zu werden. Macht das zu Hause bitte nach, Kinder. Und dann will mir jemand sagen, dass das für Kinder ausgelegt ist. Kesselparty, Kochtopf, lebendig verbrannt, ey. Glaub ich, Spinn.
Jetzt kommt wahrscheinlich der Bossfight, also der Endboss von Sterbastion. War ja die Partisane, die nicht schwierig ist. Also ich weiß jetzt nicht, was denn hier schwer sein soll. Haben wir nicht irgendwie... Haben wir einen Schalter vielleicht verpasst? Wir haben das ja gar nicht gemaxt. Also wir konnten es auch nicht. Und ja, da ist sie schon tot. Jetzt müssen wir wahrscheinlich abhauen. Ja, wir mussten ja abhauen danach. Hä? Ist es jetzt schon als geschafft? Ist ja lame, nicht mal mit abhauen. Aber ich krieg jetzt sogar 18 Puzzlestücke, Alter. Gut, 16 Minuten geht das Level 3. Mit 3 Bossfights. Wie man da nur auf 16 Minuten kommt. Keine Ahnung. Na gut, aber wir sind auch ein bisschen stärker und OP, mehr OP und alles, ne? Ja. Da kann es natürlich auch passieren. Nichtsdestotrotz, morgens nichts mehr. Tschüss.